Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Gut versorgt, warum Erdgas als beliebteste Heizenergie gilt. Gut geplant, beim Finanzieren kommt es auf ein maßgeschneidertes Modell an. Und gut gerüstet, was das Dach vor dem Wintereinbruch braucht. Und damit willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. In der vergangenen Sendung hatten wir das Thema Vorsorgevollmacht. Aufgrund der vielen Reaktionen von Ihnen wollen wir Ihnen die wichtigste Frage nochmals beantworten. An wen sollen Sie sich wenden beim Thema Vorsorgevollmacht? Bitte wenden Sie sich an einen Anwalt, einen Notar oder auch an einen Dienstleister wie die Deutsche Vorsorgedatenbank. Handschriftliche Notizen oder auch Vordrucke aus dem Internet sind gegebenenfalls nicht rechtssicher. Wir bitten Sie, das auf jeden Fall zu beachten. Nun zu unserem ersten aktuellen Thema Erdgas. Immer mehr Deutsche benutzen Erdgas als den Brennstoff. Heute ist Erdgas nicht nur ungefährlich, sondern auch umweltfreundlich und krisensicher. Studien zufolge ist Erdgas die beliebteste Heizenergie. In Deutschland nutzen rund 40% der Haushalte den Brennstoff Erdgas. Ein möglicher Grund: während Öl- oder Pelletheizungen meist einen eigenen Raum benötigen, braucht die Erdgasanlage kaum Platz. Die Räumlichkeiten hätten wir jetzt gar nicht. Ja. Da haben wir jetzt nebendran natürlich einen Hobbyraum dafür. Und da sind wir ganz froh, dass es so klein geraten ist. Im Vergleich zu anderen Brennstoffen ist Erdgas zudem effizienter und leistungsoptimierter in der Verbrennung als andere. Der Grund: Erdgas liegt als Brennstoff bereits gasförmig vor. Andere Brennstoffe müssen dazu erst umgewandelt werden. Für den Verbraucher heißt das, Umwelt und Geldbeutel werden geschont. Sie haben eine effiziente Technik, Gasbrennwert modulierend, das heißt, die Leistung wird immer angepasst an den tatsächlichen Bedarf und somit haben wir die höchste Effizienz. Die Kosten für einen Umstieg auf Erdgas sind unterschiedlich, abhängig davon, was bereits am Gebäude verbaut wurde, also PV-Anlage oder thermische Solaranlage, ist der Preis für eine neue Anlage je nach System individuell. Der Umstieg selbst ist problemlos. Natürlich Voraussetzung: Gasanschluss muss da sein oder eine Leitung in der Nähe sein für den Hausanschluss. Und dann geht es sehr schnell. Die Tanks werden abgebaut, die Heizung entsorgt und die neue installiert. In der Regel sind es 2-3 Tage und die neue Heizung läuft. Vor 2,5 Jahren wurde bei Familie Dumke eine neue Erdgasanlage eingebaut. Mit dem Umzug in das neue Haus kam auch der Umstieg auf den neuen Brennstoff. Anfangs noch mit dem Gedanken, wie sicher Erdgas eigentlich ist. Im elterlichen Haushalt haben wir eine Ölheizung gehabt. Und wo wir dann eben hier reingezogen sind, wo wir das Haus gekauft haben, haben wir am Anfang natürlich ein mulmiges Gefühl gehabt. Aber über die Jahre hinweg gesehen ist eben gar nichts passiert und es wird auch regelmäßig gewartet. Und da ist gar kein Problem jetzt in dem Fall. Damit kein Gas austreten kann, dafür sorgen spezielle Sicherheitseinrichtungen in der Gasleitung. Zum einen, der Gashausanschluss wird abgesichert über einen Gasströmungswächter, der direkt an der Hauptleitung angeschlossen wird und sichert den Hausanschluss mit diesem Bauteil gegen den sogenannten Baggerangriff ab und schließt, wenn die Leitung im Garten abgerissen werden sollte. Also sobald hier ein größeres Volumen schlagartig über den Strömungswächter drüber geht, schließt er schlagartig und die Gaszufuhr ist unterbrochen. Das zweite Bauteil ist ebenso ein Strömungswächter, der direkt am Hausanschluss eingebaut wird, nach dem Gebäudeeintritt und sichert die Hausinstallation ab. Wenn also hier die Leitung im Gebäude abreißt, schließt dieser Strömungswächter ebenfalls schlagartig und somit kann kein Gas mehr ins Gebäude einströmen.
So sicher wie die Leitung ist auch die Versorgung mit Erdgas in der Region. Zwar nicht flächendeckend, aber der Ausbau läuft, wie aktuell in Frickingen und Heiligenberg. In größeren Gemeinden sind bereits alle Haushalte an eine Erdgasleitung angeschlossen. Und auch europaweit ist die Versorgung sichergestellt. Durch den sogenannten Europäischen Erdgasverbund kann Erdgas hier aus verschiedenen Leitungen eingespeist werden. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns gleich weiter mit der maßgeschneiderten Finanzierung. Und außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Dach winterfest machen. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstele in Friedrichshafen. Fliesen-stele.de. Sie träumen von einer eigenen Wohlfühloase im heimischen Garten? Wir verwirklichen diesen Traum für Sie. Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Gestaltung Ihres Gartens geht. Von Pflanzen über Stein und Holz bis hin zu Wasseranlagen. Wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihren Traum. Vereinbaren Sie einen Termin. Paul Saum, www.saum.de. Wann wechseln Sie zu den günstigen Energietarifen? Citywerke, die starke Online-Marke aus der Stadtwerke-Gruppe der Tüger. Sparen Sie doppelt mit Citystrom und Citygas. Einfach Optimierer einstellen, freuen, wechseln. Alle Infos unter www.citywerke.com. Wir sind Einrichtungsberater, Kaffeetafeldekorateure, Besteckexperten, Atmosphärenzauberer, Tischauffrischer, Frühstückstischbestücker, Herzschlagbeschleuniger, Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Jedes Objekt ist einzigartig. Bewerten, beraten, begleiten ist unsere Philosophie. Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihr Anwesen. Jede Immobilie ist für uns wichtig. Gerne vermitteln wir auch Ihr Objekt. Von der ersten Besichtigung bis zur Finanzierungsberatung für den Käufer. Alles aus einer Hand. Firmengruppe Burg ist Kunst. Wachstum. Kreislauf. Sportlichkeit. Perfektion. Die Firmengruppe Burg ist Handwerk made in Oberschwaben. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Die Zinsen für das Baugeld sind erneut gesunken und noch nie war es so günstig, die eigenen vier Wände zu finanzieren. Wichtig dabei ist jedoch ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung.
Die Zinsen sind historisch günstig, der Traum vom eigenen Haus ist da, fehlt nur noch das richtige Finanzierungsmodell. Sich verschiedene Angebote einzuholen ist dabei die richtige Entscheidung. Schließlich geht es um die wahrscheinlich größte Investition des Lebens. Und dafür sollte es auf keinen Fall ein Konzept von der Stange sein, sondern ein maßgeschneidertes Modell. Jeder Darlehensnehmer, jeder Eigentümer hat einfach individuelle Bedürfnisse an die Finanzierung, sowie natürlich auch an das Objekt. Das heißt, je nachdem, wie alt entsprechend der Darlehensnehmer ist, wie viel Zeit er sich nehmen möchte, um zu tilgen, wie die aktuelle Situation ist, ob er Kinder hat, ob er Kinder plant, wie viel Einkommen zur Verfügung ist, ist mitentscheidend zu schauen, wie entsprechend das finanzielle Konzept aufgestellt sein muss, dass es für ihn passend ist und zu seiner Haushaltsplanung einfach auch passt. Und das nicht nur, wenn ich bereits eine konkrete Immobilie im Auge habe. Wer schon vor der Objektsuche eine Finanzierungseinschätzung vornehmen lässt, macht sich flexibler. Wenn sich ganz plötzlich eine günstige Gelegenheit bietet, ist man als Interessent entscheidungs- und handlungsfähig. Ist die Finanzierung noch nicht geregelt, zieht man beim Kauf womöglich den kürzeren. Dabei ist ein individuelles Finanzierungskonzept nicht nur für Erstfinanzierer sinnvoll. Schlussendlich gilt es auch für denjenigen, der Anschluss finanzieren möchte. Das heißt, wenn jetzt jemand nur für 10 Jahre eine Zinsbindung gewählt hat, die jetzt ausläuft, soll der unbedingt nochmal schauen, wie die jetzige Ausgangslage bei sich ist. Bei denjenigen, die jetzt starten, nutzen auch teilweise das günstige Zinsniveau, um vielleicht 20 oder 30 Jahre Volltilger zu verwenden. Das heißt, für die wird es die klassische Anschlussfinanzierung vielleicht gar nicht mehr geben, sondern die sind wirklich bis zum Schluss, ich sage es mal, aufgestellt mit einem abgesicherten Zins. In den vergangenen Wochen sind die Zinsen für Baugeld wieder leicht gesunken. Experten raten daher, das Zinsniveau für eine entsprechend hohe Tilgungsleistung zu nutzen, mit Anfangstilgungen von mindestens 3%. So kann die Laufzeit des Kredits reduziert und der Immobilienkäufer so in einem überschaubaren Zeitraum schuldenfrei werden. So langsam kündigen die Wetterfrösche auch bei uns den Winter an. Wir sollten die Zeit vor dem ersten Schnee und Frost nutzen, um unser Haus für den Winter vorzubereiten. Eine ganz besondere Rolle kommt dabei dem Dach zu. Reinigt oder befreit man die Abflüsse und das Dach nicht von Laub oder Dreck, kann dies zu massiven Schäden führen. Rekordwinter sind bei uns eher selten. Unsere Dächer bekommen Wind und Wetter in der kalten Jahreszeit dennoch mit der vollen Breitseite ab. Optimalen Schutz können sie nur dann bieten, wenn die Oberfläche gut auf den Winter vorbereitet ist. Heißt, suchen Sie vor dem Kälteeinbruch nach undichten Stellen auf dem Dach. Zudem sollten Dach und Dachrinnen gereinigt werden, damit das Wasser reibungslos abtransportiert wird. Ansonsten kann der Winter zu einem gravierenden Problem werden. Es gibt gewisse Dachanschlüsse, Stellen, wo mir durch den Dreck, was auf dem Dach ist, einfach der Schnee drauf fällt, gefriert und Wasser kann mir hinterlaufen. Und das sind einfach so Stellen, wo ich im Herbst, im Spätherbst, bevor eigentlich der Winter einbricht, dass ich einfach die Stellen, die Stellen muss ich erkennen, wo ich auf dem Dach habe, dass ich die einfach warte und reinige, sodass da nichts passiert. Eine großflächige Dachsanierung kann nämlich richtig ins Geld gehen und ist die Dachkonstruktion betroffen, kann es außerdem gefährlich werden. Wer wie hier ein Flachdach besitzt, kann die Reinigung und Wartung selbst übernehmen und wenn möglich das gesamte Dach von Laub und Schmutz befreien. Dabei allerdings immer auf die eigene Sicherheit achten und auf keinen Fall bei Glätte aufs Dach steigen. Bei einem Steildach sollte ein Fachmann die Arbeiten durchführen. Folgendes sollte in beiden Fällen nicht vergessen werden. An der Schornsteine oder an der Kaminverwahrung vom Kamin ist es auf jeden Fall auch drauf zum gucken, so wie am Dachfenster auch, dass die Seiten frei sind. Also je nachdem, wie der Dachdecker eigentlich dort einen Spaltlasser hat, kann sich immer dazwischen rein, zwischen Kaminverwahrung und dem Dachziegel der Schmutz setzen und dort sollte eigentlich auch immer gut frei sein. Wer nicht selbst drauf aufs Dach will, der kann mit entsprechenden Firmen einen Wartungsvertrag abschließen. Der Fachmann übernimmt dann im Herbst die Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Die Kosten dafür belaufen sich bei einem Einfamilienhaus auf durchschnittlich 200 Euro pro Jahr. Für diese Woche war es das leider schon wieder mit Bauen und Wohnen. Kommende Woche haben wir für Sie dann die besten Tipps rund um den Weihnachtsbaum. Also seien Sie gespannt. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.